Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatutu, beim Clan True Warriors. Ja, ihr seht selber, man trifft sich immer nur zwei bis dreimal im Leben. Der Mastengo hier ist auf den Lupinchen oder die Lupinchen 04 von Ketes Gruppe gestoßen. Ketes Gruppe, die war mal unser Gegner. Ich war bei deren im Clan und der Maste hat sie hier in der Legende als Titan 2 hier gefunden, als Gegner. Gar nicht mal so toll, der Angriff, schreibt er, aber trotzdem eine gute Sache. Er nimmt ein paar Pokis mit hier, denke ich mal so. Und kaum bist du mal zwei Tage nicht hier, der machst du ja auch nicht. Dann gerät hier der ganze Clan so ein bisschen hart aus den Fugen. Oder auch weich, das wissen wir noch nicht. Aber wir sehen hier erstmal die dicken Lager, die er füllt. Dann kommt er von rechts mit seinem King, der noch so ein bisschen was von der Seite macht und die Queen schafft jetzt tatsächlich noch das Rathaus. Also unglaublich hier, 60%. Jawohl. Und das waren ein paar Pokale für den Mastengo auf den, oder auf die, ich weiß es gar nicht, Lupinchen. Und ich habe auch eine kleine Anekdote, denn aus meinem Bauarbeiterdorf habe ich auch einen Angriff mal zu zeigen. Ist ja eher selten, aber hier 100%. Ihr seht selber, es ist von einem RH oder BH5 heißt es hier, auf BH5. Ich bin ja auch nach wie vor zwar BH5, aber habe noch nicht so richtig die BH5-Truppen. Habe im Moment auch nur ja das, was ich eigentlich als BH4 auch hatte, denn meine Truppen sind noch am Level und habe mir hier gedacht, hier kommst du mal mit ein paar Riesen rein und den Bombern, denn die machen hier gerade in so einer Base, glaube ich, in der Mitte relativ viel Schaden. Ich hoffe, dass der Mörser da richtig viel Schaden nur auf die Riesen macht und nicht auf meine Bogis und auf meine Bomber. Aber das scheint zu funktionieren. Und wir gucken mal einfach weiter. Denn da habe ich gedacht, Mensch, das gibt's ja gar nicht. Das kann ja mal sein. Das ist ja so selten. Deswegen muss ich euch das einfach mal aus der Bilder-Base zeigen. Ein 3-Sterner von mir auf ein BH5, das ist ja echt mal ganz, ganz selten. Aber ihr seht, dass hier die Bomber machen auch die normalen Sachen kaputt, also Gebäude, Defenses, wenn keine Mauern mehr in der Nähe sind. Und so sind das hier jetzt schon 87%. Schauen wir mal, ob die überhaupt noch eine Mauer machen. Ja, da hinten links machen sie nur Mauern. Aber es macht nichts, die Defenses down. Und der Rest dann letztendlich auch, weil man hat eigentlich gerade hier in der Bilderhaue viel Zeit hier, also die 3 Minuten sind vollkommen ausreichend. Ganz selten, dass man die überhaupt mal ausnutzt. Und so waren das hier von mir mal ganz nett 3 Sterne. Aber was wollen wir eigentlich sehen? Wir wollen natürlich unseren Battle sehen hier. Denn in meiner Abwesenheit hat der Clan hier, ja, wie soll es auch anders sein, gewonnen. Wenn auch sehr, sehr knapp. 35, 32 war ein kleiner 15er. Und wir schauen hier direkt rein in die Kämpfe. Denn unten war hier mit dem 8er und dem 7er für Mastengo hier ein wirklich leichtes Spiel hier. Deswegen fangen wir hier bei 15 an. 9 auf 9. Moritz auf die Nummer 13. Chai vom Happy Clan. TH. TH steht für Thailand. Oder Thailand. Und deswegen war hier auch mal wieder der Zeitunterschied ganz, ganz krass. Kann man nicht anders sagen. Denn man merkt das so ein bisschen anhand der Masse der Angriffe, wann greift der Gegner an und plötzlich sind sie irgendwo so in den Morgenstunden. Ganz, ganz viele Angriffe vom Gegner und ganz, ganz wenig von uns, denn wir stehen gerade mal so erst auf und der Gegner ist schon hellwach hier. Greift hier letztendlich mit einem, was ist das, Govivan, also mit Golem, Wizard und Valkyries an, aber das kannst du machen hier ganz spät erst Klamburg gesetzt, die Bola. Entweder hat er sie vergessen oder er hat sie ganz bewusst so gesetzt. Ich hätte mal fast gesagt, ich glaube, er hat sie vergessen. Denn eigentlich soll die so ein bisschen mit zum Killsquad dienen. Aber echt schöner 3-Sterner hier vom Moritz.
auf die Nummer 13. Und wir geben ein bisschen höher. Wir brauchten gar nicht so viele 3 Sterne hier, muss man dazu sagen. Denn der Gegner hat auch gefehlt. Wir haben gute Defenses gehabt. Und ihr seht hier den Praver 7. Der ist ja nun wirklich selten bei uns. Ihr könnt euch erinnern, wenn ihr viele Folgen von mir geschaut habt, der war lange Zeit mal bei uns. Dann war er ein bisschen von der Bildfläche weg, hat keine Lust mehr gehabt auf Clash of Clans. Mittlerweile hat er 40-40-10er Kombi. Also, na, da hat er doch ein bisschen was gemacht. Und er ist aber eigentlich bei uns im True Warriors 2 Clan so ein bisschen der Lenker und Spender. Ich will nicht gerade sagen der Denker, aber er spendet in unserem zweiten Clan seine Max-Truppen hier, die wir auch dringend benötigen. Und wenn aber Luft ist, dann kämpft er auch hier mal bei den True Warriors mit, denn wir hatten mal wieder Sorge, dass wir kein 20-20 zusammenkriegen. Oder jetzt im nächsten CK, dieses Jahr ein 15er. Und deswegen freue ich mich, dass der Timo hier dabei ist und auch mal einen wirklich starken Angriff von sich zeigt. Hier passt wirklich alles. Alles geht stark durch die Mitte auf den letzten Inferno hier. Und dann ist es auch nicht mehr so super viel Schaden hier für die Hexen. Und für die Bowler hier mit den gesamten Helden hier. Er kann die Queen immer noch zünden. Und der King ist auch noch 3/4 voll hier unten rechts am Bombenturm. Also viel Def ist nicht mehr da für den Timo. Und so sind das hier auch in diesem Bereich hier richtig schöne 3 Sterne gewesen. Also schaut euch das an, schaut euch die Kombi an. Dann wisst ihr auch in etwa, ja, wann lohnt es sich hochzugehen, wann nicht. Und dies ist ja nun ein 11 auf den 10er, aber 6 auf 9, das ist nicht weit weg. Ja, das ist nicht weit weg hier. Wir gehen noch eine kleine Ecke höher, auch wenn wir gar nicht mehr so viel 3 hatten, aber wir haben gut verteidigt. Der King Arthur hier auf 11, also 11 auf 11 und guckt euch das an hier. Diese Flut hier von X-Bogen in der Mitte, 4 X-Bogen plus den Adler, also holla die Waldfee. Hier geht richtig was ab in der Mitte. Und dann schauen wir mal, wie der Arthur hier das eigentlich geregelt hat. Also Hexen, Bowler-Kombi und dann kommen die Riesen aus der Clanburg, Achterriesen. Und dann geht es hier richtig krass durch die Mitte, denn der Funnel ist mal sensationell. Hier kann gar nicht mal so viel nach außen gehen, denn außen wurde schon ein bisschen geklärt. Und deswegen, ah, guckt euch das an. Wie viele Truppen hier jetzt in die Mitte gehen. Queen, die Riesen, ein paar Skellies, ein paar Hexen, die Queen, der Warden. Und so ein bisschen driftet zwar nach außen, aber das macht an der Stelle hier überhaupt nichts. Das, ich hätte fast gesagt, das sah man auch fast, denn die Queen hier noch pickebacke voll, kann noch gezündet werden. 45er Queen. Und Warden noch am Start, aber Queen kein Beschuss mehr. Rathaus ist ganz sicher. Jetzt kriegt die Queen erst Beschuss. Der Warden konnte sich ja eben nicht wirklich entscheiden. Gehe ich rechts, gehe ich links, gehe ich rüber, gehe ich runter. Aber der macht das hier genau richtig. Er geht nämlich schön mit den Bowlern weiter, mit den paar Hexen weiter, also den Hexen und Skellies. Die Queen rennt jetzt hier rum, schafft jetzt noch gerade den Inferno und richtig toller Angriff hier. Also der Arthur hier auf die Nummer 4 mit Ola, Witches Kombi und seinen Helden. Die sind hier schön richtig krass rumgelatscht. Und so muss man es ja sagen. Queen immer noch dabei. Boah, wie lange hält die? Bis vor den beiden in Teslas hier. Ja, okay. Die sind jetzt natürlich für den Rest der Truppen hier, weil sie nur Einzelschaden machen. Gefundenes Fressen. Und dann ist hier unten nur noch dieses Lager leer bzw. voll und das war es auch 100% hier von der 1 auf die 4. Aber last but not least haben wir hier den, den Max haben wir hier. Den muss ich einfach mal erwähnen, denn der Max ist bei uns nicht mehr so häufig dabei. Das liegt einfach daran, dass er beruflich sehr, sehr stark gebunden ist und wir sind eigentlich froh, wenn Max mal mitspielt und sagt, yo Leute, ich bin wieder dabei, denn das ist schon ein richtiger Urmember hier. Und wenn der Max denn etwas macht, dann macht er es auch in der Regel als positiven oder mit einem positiven Ausgang. Also auch hier brauchen wir nicht unbedingt 3 Sterne erwarten, denn wenn das hier 2 Sterne werden, Rathaus weg, Adler weg und nochmal richtig viel Prozent am Ende, dann sind wir hier sowas von zufrieden mit dem Max.
Also, da kann er hier bei uns bleiben. Da freuen wir uns. Das ist sowieso keine Frage. Er war ja mal Co-Leader hier bei uns, nur er hatte schon weit im Voraus angesagt, Leute, ich gehe mal auf eine lange, lange Reise und dann spiele ich auch nicht mehr so oft Clash of Clans hier. Deswegen gibt den Posten einen anderen. Ja, mal gucken, wem wir diesen Posten geben. Ich glaube, er ist schon vergeben. Und wir sind eigentlich auch eine ganze Masse hier an Vizes, die hier Entscheidungen treffen können. Und man sagt ja immer, zu viele Köche verderben auch schnell mal den Brei. Deswegen sind wir hier auch ganz entspannt, diskutieren hier jeden Vize durch. Wenn das dann nicht wird, aufgrund von vielen Vorschlägen, aber die Masse ist dagegen, dann wird das halt nicht. Und wir brauchen hier wirklich stabile Leute, die hier Entscheidungen treffen können, die sagen können, ja, nein, vielleicht auch. Und auch mal jemanden kicken, jemanden aufnehmen. Da muss man ein bisschen drüber stehen. Ich sowieso. Ich habe hier nichts zu verlieren. Und jetzt schaut euch das an, ihr Alter. 99%. Boah, Max, das muss besser werden. Das muss besser werden. Also die 100 erwarten wir hier. Leute, das war ja so super knapp. Und ich denke mal, in meiner zweitägigen Abwesenheit hier hat sich einiges getan. Bei mir auch so ein bisschen in der Base. Denn ich habe so ein bisschen nachgebaut hier, ihr seht das, wir können auch wieder so ein bisschen was anstoßen. Ah, ich bin schon richtig weit mit den Mauern. Wir machen hier eine Mauer, 3 Mille mit dem Gold und wir machen hier eine Mauer. Ja, komm. Na komm, ich lass mich nicht lumpen. 3 Mille mit dem Elex, denn eigentlich habe ich das Elex gespart zurzeit. Ihr seht das hier in meiner Forschung. Ich will nach den Minern eigentlich den Heilzauber hier forschen mit 6 Mille, die habe ich jetzt nicht mehr ganz zusammen. Aber mit so ein bisschen Treasury und so ein bisschen, hier ist es, und so ein bisschen, was ich gleich noch hole. Es sind ja noch ein paar Stunden, ich mache noch ein paar Angriffe hier. Werde ich das sicherlich hinbekommen, das werdet ihr aber in jedem Fall sehen. Wenn ihr an mir dran bleibt, ich werde diese Woche noch streamen, also lasst euch überraschen. Ich will mit euch ein bisschen diskutieren, will mit euch ein bisschen Spaß haben. Die Local Clash mal sacken lassen, ihr könnt mir sehr viele Fragen stellen. Es wird geben keine Dorfbesuche, also es wird mal wieder richtig geclasht und ich freue mich auf euch. Bis dahin, euer Toto. Clasht.